diesen Aufwand, den wir die Nachbearbeitung auch stecken. Was war das? Von den. Ich hab nichts gemacht. Höllenfledermaus. Oh, echt super. Also eine Kiste würde ich gerne mal finden, ne? Das wüsste ich gerne mal, was da drin ist. Ja, oder? Ist. Warte mal, ist Schlüssel, da, ist Schlüssel wäre nicht Bett? Schlecht. Oder ein Schlüssel? Ja, stimmt. Richtig. Eine Kiste haben wir gerade gefunden. Stimmt. Wen Schlüssel haben wir gerade gefunden? Nein, eine Kiste haben wir gefunden. So. So. Guck mal, hier ist ein Bett. Na. Aber das, ich baue das mal ab. Vielleicht können wir das bei uns hinbauen. Oh, was geht denn da bei dir? Party, Party! Robbie Bubble. Um mal wieder den Product Placement Partner zu nehmen. Katsching. So, kann ich auch von der Liste streichen. Gestorben ist er auch schon. Weißt du, was man bei M&Ms machen kann? Da kann man auf deren Webseite kann man sich eigene M&Ms erstellen. Stimmt, mit seinem Counterfeit drauf. Ach, guck an. Das fände ich ja mal tierisch coole M&Ms. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil ich M&Ms generell sehr gerne mag. Die lecker. Sollten mehrere Leute jam. Essen. Yeah. Oh, ich hab ein Hellbent-Banner habe ich. Oh, da oben geht's wieder, ist wieder so ein Typ gespawnt. Oh, der kommt irgendwie aus dem Gemosche nicht mehr weg. Und da oben geht's weiter. So, spielt ihr mal. Ja. So. Aber vielleicht, wenn wir hier unten jetzt weiterbauen, also die für die Plattform meine ich jetzt, ne? Ja. Wäre das nicht besser, die dann oben zu machen? Wie oben? Also, wenn wir jetzt. Du willst ja jetzt gerade die Plattform weiterbauen, ja. Ne? Wäre das nicht klüger, wenn wir die dann da oben machen, wo unsere alte aufgehört hat auf der Höhe? Warum? Das ist damit das doch nur ein Basement. Da drüber können wir ja noch hier. Achso, okay. Hier klar. Die Ads bauen. Ah, okay. Weißt du, so hatte ich mir das gedacht. So dass du hoch springen kannst und. Ja, okay. Wir können auch eigentlich gleich mal aus Spaß und dem. Boah, ich dachte, du sprichst jetzt die Lava. Ja, natürlich. Mache ich öfter. Aus Spaß. Einfach mal. Genau. In die Lava. Wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich? Das wird mich in. Oh, guck mal, Eladon ist eingetroffen. Hast du so eine Dings hier? Dann lass uns doch einfach mal die Edin rufen da, die komische. Fleischige. Oh, gehst du weg? Ich? Haus ab! Nein! So. Wormhole Porsche? Nee, Recall. Da haben wir sie. Aber ganz safe. Gehen wir einfach hoch. Tada! Ja, genau. Ich hab mich auch quasi nur hochteleportiert. Ja, richtig. Zum Glück hast du die 15 Gold vorher weggeworfen. Richtig. War ja auch so geplant. Ja, richtig. Was ist denn hier der Eladon? Ach, da ist er wieder. Was hat denn der gute Eladon zu verkaufen? Ihr Chef. Ja, ja. Code 1. Wieder mit meinem hart verdienten Geld, ne? Ja, richtig. Ach, hier oben? Crimson Cloak. Ach, hier oben hast du jetzt die ganzen Ores reingetan. Ja, genau. Okay. Für 5 Gold gibt's einen Crimson Cloak. Was auch immer. Was immer das auch ist. Ja, wahrscheinlich wieder alle. Nein, oh mein Gott. Er ist so dumm. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Das sieht gut aus. Das sieht schön aus da. So. Noch wieder irgendein Trank. Noch wegen irgendein Trank. Und noch wieder irgendein Trank. So, da kommt ein schönes Bildchen rein. Schön mit Lava. Richtig, damit sich die Leute sollen sich auch wohlfühlen und geborgen. Ja, nee, absolut. So. Absolut. Er kriegt den Bezug-Schlafzimmer. Genau das Bild habe ich mir auf Leinwand gezogen und hängt jetzt bei mir im Schlafzimmer. Zack. So, was haben wir denn hier noch? Schönes.
Zack, da kommt noch eine Uhr rein. Das haben wir noch. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Weg. Ach so. Nein, ich stehe unten vor der Kiste. Warte mal, ich habe auch noch ein Bett. Das könnten wir eigentlich mal platzieren und dann da reinlegen. Dann spawnen wir nämlich direkt im Haus. Ach echt? Ist das so wie bei Minecraft? Ja. Ich glaube schon. Mit dem Bett? Hier so schön, hier zack. Ab in den Keller. Oh, sieht das cool aus. Das ist geil, ne? So, machen wir uns hier unten auch so einen schönen... Ja, noch eine Workbench haben wir hier noch. Ja, schön mit Bücherregal. So. Stühlchen haben wir hier noch. Ich glaube, diese Banner hier oben... Oh, Dark Soul Reaper. Ja, super. Das ist für angenehme Träume. Zählt das jetzt eigentlich auch... Warte mal, hast du noch einen Tisch? Zählt das eigentlich dann auch als Behausung? Ich meine ja. Es muss halt nur noch eine Wand und eine Tür haben. Ja, bisher ist es noch keine zulässige. Was ich absolut nicht verstehen kann. Das ist eine Workbench, da kann ich keinen Obsidian dran setzen. Dresser. Aber Obsidian Chair? Obsidian Ziegel? Ich habe nur einen Tisch? Nur einen höllischen Tisch? So? Ich habe hier noch eine Werkbank kann ich brauchen, aber keinen Tisch. Na gut. Der Dresser, den habe ich ja noch nicht so ganz verstanden. Weil irgendwie ändern sich meine Klamotten nicht. Warte mal, eine Tür? Hattest du nicht so eine Höllentür mitgebracht? Ja, nicht nur eine. Ach guck. Ich brauche auch noch eine schöne Vase dazu. Ja, na, da habe ich auch noch eine von. Das ist ein richtig einladendes Zimmer hier unten. Da. Das Höllenzimmer. So. So, ein Bild habe ich noch. Da kommt die Höllenhand bei dieser grünen Perle hier rein. So, zack. Ascheblock. Zack. Was haben wir denn hier? Achso, eine Lichtquelle brauchst du. Aber ist ja schon eine da. Ja, wo sind die? Die sind ja da. So, gucken wir noch mal eben. Cool, und was kann ich jetzt mit dem Bett machen? Bisher ist noch keine zulässige Behausung, steht immer hier. Noch nicht. Nein. Das muss aber eine zulässige Behausung sein. Ja, es steht aber nicht. Ist nicht. Haben wir zufällig noch eine Kiste frei oder sowas? Ich glaube ganz oben die goldene. Da kann ja mein ganzer Höllenscheiß rein. Ja. Da ist noch ein Lebenskristall drin, ne? Ach guck. Das ist eine. Ja, dann nimm den noch. Nee, warum? Nö. Jetzt noch Frostborn Arrows und Höllen Arrows. So, Bilder. Holzpfeil Betten. Arrows. Oh, ich habe wieder 4 Wormhole Potions. So. Eine Recall. Ah ne, eine Wormhole wollte ich mitnehmen. Das sind Bomben, Holzpfeile. 48 Gold, ne? SO übertrieben. Die Obsidian-Ziegel, die müssen wir behalten. Feuerblüten kommen weg. Tut mir leid, liebe Leute, aber ab und zu muss man sich wieder neu ordnen, gerade wenn man so echt scheiße Vieh da unten einsammeln kann. Ja. So, die Recall Potion habe ich noch und ich habe wieder eine Wormhole Potion. Habe ich das Obsidian-Bett eingesammelt? Ich habe hier noch Heartreach Potion, aber ich glaube, die ist total unnütz. Heartreach? Was ja. Das? Mach die denn. Warte. Erstmal, zack. Timey. Ah, guck. Wenn du jetzt rechtsklick auf das Bett klickst hier, dann wird der Spawnpoint gesetzt. Wo? Hier. Ja! Aber wieso ist das Bett Zack. Jetzt hier oben? Achso, weil es in dem richtigen Raum ist. Genau. Aber hier ist kein Stuhl und kein Tisch.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Von unten steht auch noch eins. Aber ich verstehe nicht, warum das unten keine richtige Behausung ist. Das habe ich noch nicht so, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vor allem, woran siehst du das jetzt? Was eine Behausung ist und was nicht? Das kannst du ja checken, indem du da in diesem Housing-Menü bist und dann auf das Fragezeichen klickst und dann einfach die... das ist keine zulässige Behausung. Genau, aber ich verstehe nicht wieso. Vielleicht weil der auf Erde gebaut ist? Das könnte noch sein. Ja, kann sein, aber... Ja, aber interessiert uns das? Nee. Wollt ihr gerade meinen? Das hört sich an wie so ein Thema, was uns nur so peripher angeht. So, hier ist noch eine Potion, die kein Mensch braucht. 6 Holzpfeile, weg damit, nimmt nur Platz weg. Fackeln, Blödsinn. Braucht keiner. In der Hölle ist warm. Gut, haben wir den? Achso, der Schleim-Ed. Der Schleim-Dingsbums. Kommt da wieder rein. Gut, ich werde... Achso, wollen wir eine mitnehmen? Eine Höllenfigur? Achso, du Wuppe. Ja. Ich bitte darum. Wo sind sie denn? Da. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, er kennt mich. Zur Information für meine Zuschauer, er meint nicht mich direkt, das steht an der Voodoo-Puppe. Ach so. Mann, sowas musst du doch nicht sagen. Wir könnten uns auch eigentlich mal so einen Goldhammer machen oder so und dann dieses rote Ding endlich mal aufkloppen. Ja, richtig. Aber ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ehrlich gesagt. Ich habe mal gehört, wenn man bei Google eingibt, dann löscht sich das Internet. Was? Ja, dann löscht sich das Internet selbst. Ach so. Zum Glück habe ich das ja komplett auf dem Rechner gespeichert noch. Ich wundere mich zwar immer, warum meine Festplatte so voll ist. Aber wer weiß, wofür kann man das so brauchen, kann man irgendwann, ne? So. Das Internet. Genau, das Internet. Ich glaube, ich habe das Internet gelöscht, ja. Auf jeden Fall. Ach, ist das entspannt hier oben. Boah, ist voll. Kiki ist hier. Wer? Kindergarten. Kiki, der Kindergarten. Ist ja nix für so Pro-Gamer wie Yon Xian und Miao Xiao, die uns das für uns gespielt haben. Das ist so nicht. Das meint er doch nicht ernst. Ach ja. Schönen Gruß nach Guangzhou. Das kleine chinesische Fischerdorf. Genau. Das war uns eine Ehre. Das machen die sogar relativ kostengünstig. Ich glaube. Richtig. Ich glaube, mein Spieler macht das für 8 Snickers-Riegel oder so. Ja, genau, ist reines Outsourcing. So machen das nun mal erfolgreiche YouTuber. Ja, richtig. So, das ist die ganz normale Marktentwicklung. Ja, genau. Man muss einfach mit der Zeit gehen. Nee, was ist denn das? Der hat mir mal einfach so eben 40 Lebenspunkte abgezogen. Ich dachte gerade, kommt wieder so ein scheiß Wurm angekackt. Ist er tot? Ja, er ist tot. Dann hält er ja nicht viel aus, sag mal. Alter Lachs, ey. Ich... Ich höre ihn nur schreien, Mensch, was ist denn hier los? Ich wollte ja sagen, guck mal, da kommt wieder so ein scheiß Wurm angedüst. Ja. Boah.
Zum Glück habe ich diesmal meine Fresse gehalten, ey. Hochmut! Ja, richtig. Boah. Aber irgendwas habe ich gekriegt, Magma Stone. Ausrüstbar. Verursacht Feuerschadenangriff. Ach, geil. Ah. Aber was ist denn das? Ausrüstbar. Wo kann ich denn das? Ach so! Ausrüsten? Ah, aua, aua, aua. Warte mal. Nee, Magma Stone ist Schlitz, stimmt. Ich habe hier noch. Oh Gott, oh Gott! Nein! Ich habe hier noch eine kleine Info für dich. Ach ja, ja. Komm nicht runter. Und töte den Typen. Töte ihn. Nicht gegenlaufen. Gegen ihn rennen. Erstmal Bodycheck. Wo ist noch einer? Dieser leuchtende Stein hier, das ist Magma Stone. Ja. Wenn du da drauf trittst, fängst du an zu brennen. Oh jo. Da musst du es natürlich ausprobieren. Hier wurdest du auch vernichtet. Ja, wahrscheinlich deshalb. Ich habe mich schon gewundert, woher ich den Schaden gekriegt habe auf einmal da. Ja, aber ich habe einen Magma Stone gekriegt gerade. Aber meinst du, ich weiß, wo ich den ausrüsten kann, ey? Vor allem, den kannst du auch nicht abbauen, das ist das Problem. Yo, ich mache jetzt Feuerschaden! Wie? Tschu, 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 tschu. Hier, brenn, du brennende Höllenfledermaus. Wieso machst du Feuerschaden? Ich habe so einen Magma Stone, habe ich gefunden. Der war Magma Stone. Hier, ne, wenn du in die Folge guckst, hier, ich zeige jetzt gerade drauf, Magma Stone, bedrohlich. Plus 4% Schaden verursacht Feuerschadenangriff. Geil! Guck jetzt mal drauf, hier der. Zack. Ach du Scheiße. Gut, Möhre ist imbar. Ja. Schon immer gewesen und jetzt macht er noch Feuerschaden. Ja, der hat das vorhin gedroppt. Den bolzen wir nochmal um, dann hast du wahrscheinlich auch so ein Ding vielleicht. Ach hallo, ich hab Eispfeile. Ja. Und dann, die machen dann noch Feuerschaden. Ja, diesmal hat er nichts verloren. So. Geil. Zap, 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 zap. Ja, jetzt ist Möhre. Schlachtgeil, wirklich. lieber zu, dass du den Schlüssel findest für diese verkackte Truhe. Ja, das wäre voll geil. Aber siehst du, so einen gewissen Weg haben wir ja schon. Ja, richtig. Hier wäre noch ja, geil, dachte ich mir auch gerade. Hätte was. Boah, ich mache jetzt mit allem Feuer, siehst du das? Ey. Ah, Feuer. Flammen hoch. Zack, 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 zack. Oh, Mensch. So ganz wohl ist mir bei der Sache dann immer noch nicht mit Salava. Ja, das stimmt. Ah, warte mal, das wäre natürlich richtig blöd von mir. Feuer. Aber ich meine, unsere Holzsandalen, die wir anhaben, die machen das schon mit. Ja, richtig. Smargoni. Die alten japanischen Holzmeister, die unsere Schuhe gezimmert haben, die werden sich da schon was bei gedacht haben. Richtig. Boah, verpiss dich doch, ey. Piep! So. Ach, wie geil, ey. Feuerschaden in der Hölle. Das natürlich macht richtig Sinn auch. Ach nein! Was ist jetzt los? Oh, ich hab mich verklickt. Ich hab die Recall Potion. Wie blöd! Oh! Dreck! Ach ja. Ich wollte gerade sagen, bleib mal kurz stehen. Ich komm wieder. Helmut kommt vor dem Fall. Ah, Kacke. So, Scheiße, wo haben wir denn aber hier ich bin im Bett aufgewacht. Ja, ich auch. Beziehungsweise, ich bin da gespawnt. Ja, es gibt mir meinen Schleim-App und dann. Scheiße, ey. Weil ich wechsle halt die Waffen mit dem Mausrad. Weißt du? Ja, ich und auch. Und dann bin ich halt in die falsche Richtung gemausradet. Und dann. War da eine Recall Potion auf der Null? Ach so, warte mal ganz kurz. Ja. Ich habe jetzt total die Zeit vergessen.
Oh, ja, eine Stunde ist jetzt. Ey, super, dann mache ich mal ganz kurz auf Pause. Einen Moment.